Also Frauen verlieren ja heute super schnell das Interesse an Männern, selbst wenn der Mann ordentlich und vollständig in ihrer Liga ist. Warum? Weil sie es können. Weil man ihnen ständig einredet, kein Mann wäre gut genug für sie, egal ob die Frau gut aussieht, also einen anständigen Mann verdient hat oder nicht. Die einzige Lösung hier ist es, Frauen zu suggerieren, dass sie etwas ohne dich verpassen. Das heißt, dass du sie in eine Art emotionale Abhängigkeit bringst. So, lass uns mal auf eine Frau gucken, die uns gleich wissen lässt, was sie sich bei Männern wünscht und uns auch wunderbare Zeichen gibt, dass bei ihr noch nicht Hopfen und Malz verloren ist. Nicht alle Frauen sind eben beziehungsfähig und als Mann sollte man auf gewisse Zeichen, die ja oft schon aus der Ferne sichtbar sind, achten. Guck mal hier, die Lady wird jetzt gleich nach ihrem Wunschtypen gefragt. Und wenn du auf sowas triffst, dann musst du eigentlich sofort mitbekommen, dass du damit eventuell arbeiten kannst. Dafür muss die Frau noch nicht mal den Mund aufmachen. Überleg mal, was ist hier das erste Indiz, dass du es bei dieser Lady unter Umständen mit Beziehungsmaterial zu tun hast? Und, hast du es? Na, sie trägt ein Kleid. Wahrscheinlich ein Kleid, also könnte auch eine Bluse sein. Der Punkt ist, dass wir es mit einer weiblichen Frau zu tun haben, die ihre Identität noch nicht vergessen hat. Kannst du und solltest du unbedingt drauf achten, glaub mir. So, lass mal hören, was sie jetzt so von sich gibt. What do you look for in a guy? Someone who's kind, someone who can teach me stuff, has kind of dealt with it, there knows what they gotta deal with. Jemand, der nett ist, jemand, der mir etwas beibringen kann, jemand, der seine Probleme im Griff hat und weiß, wie er sie löst, sagt sie. Ja, das sind alles zeitlose Klassiker. Frauen lieben Männer mit Erfahrungen, Männer, die der Frau etwas zeigen können und um Gottes Willen keine Containerladung an Problemen mitbringen. Frauen haben eine massive Abneigung gegen Männer, die Frauen brauchen und Probleme mitbringen, heute mehr denn je. Ich meine hier Männer, die Frauen nötig haben, damit diese für Selbstvertrauen, Motivation, für Selbstsicherheit, Wohlbefinden und so weiter beim Mann sorgen. Also damit können Frauen nichts, aber auch gar nichts anfangen und wer will's ihnen verdenken. Weiter. Funny, thinks I'm funny, yeah. Has hobbies, a similar set of morals maybe. Someone who just like is a good person, yeah. Value me, I think that's it. Lustig, ähnliche Moralvorstellungen, einfach ein anständiger Typ. Ja, hab ich doch gesagt, wir haben's hier mit einer Lady zu tun, die alles andere als abgehoben ist und mit der du arbeiten kannst. Ganz im Ernst, das könnte vom Typ her eine Frau aus den 90ern sein, so gut ist die. Ich nehme mal an, sie hat einen konservativen Vater und ein gutes Verhältnis zu dem, da sind dann ja auch oft die Töchter noch datefähig, musst du selbst mal drauf achten. Mal sehen, was noch kommt. Oh, and someone who likes to walk. Well, you don't really have to. I guess that's not a non-negotiable. Open-minded. Maybe that's the last one. And someone who's honest. Yeah. Jemand, der gern spazieren geht. Jemand, der ehrlich ist und aufgeschlossen. Naja, wobei sie das mit dem Aufgeschlossen sicher bloß so daher sagt. Denn wenn sie auf dich steht, ist das sowas von egal. Oh, and someone who can let me have my own time. I don't want you in my space all. Which I feel like a lot of people don't, they like want to hang out all the time. I'm like, why? Go hang out by yourself. Stark, saustark. Jetzt kommt sie wieder auf den ersten Punkt zurück, mehr oder weniger. Sie will also nicht, dass du ihr auf die Nerven fällst. Sie braucht keinen Typen, der 24 Stunden am Tag mit ihr abhängen will. Und ich kann vollständig verstehen, dass Frauen von Typen genervt sind, die nichts als Bedürftigkeit auf den Tisch legen. Und ganz ehrlich, das sollte uns ja in die Karten spielen, denn welcher Topmann will das schon? Also sich gegenseitig permanent auf der Pelle sitzen. Oh, and someone who doesn't text me all the time. I'm not a texter. You can call me, that's true. But yeah, I'll pick up, maybe. Yeah, I'll just see you in real life. I'll send you photos, but I won't. Partner, nochmal, wir haben hier ohne Zweifel Beziehungsmaterial. Die Frau hält nix von Herumtexten über das Handy und nicht mal was von sinnfreiem Telefonieren. Das ist ja heute fast schon eine in einer Millionen Frau. Und ich glaube auch nicht, dass diese Frau viel auf Social Media herumhängt,
irgendwo Dating-Profile hat und sinnlos am Rumchatten mit Fremden im Netz ist. Sieht nicht wirklich danach aus. Und das wäre ja sowieso eine dicke rote Flagge, die sie für mich zumindest disqualifizieren würde.